deine Bücher sprechen zu können, von denen vier bisher auf Deutsch veröffentlicht worden sind. Mein Name ist Lars von Körner, ich bin Journalist in Berlin und ich freue mich, dass Andrea Takamutsu heute für uns übersetzen wird. Vielen Dank. Guten Tag. Wir brauchen gar keine Übersetzung. Herr Yoshimitsu, Sie sind Absolvent der Kunsthochschule Tokio, haben lange als Bildhauer sehr erfolgreich gearbeitet, aber haben dann vor etwa 10 Jahren angefangen, Manga zu schreiben und zu zeichnen, von denen bislang 3 Titel auf Deutsch erschienen sind. Ryoko, bisher mit 2 Bänden, eine Yakuza-Action-Serie, dann ein Okkultismus-Thriller Gamma Draconis, bei Karten Manga erschienen und zuletzt das Buch Henkai Pan, eine Art philosophisch-spiritueller Öko-Thriller, in dem es um die Zerstörung der Natur und der Erde durch den Menschen geht und eine Strafe, die 5 nahezu allmächtige Götter den Menschen auferlegen. Die Lektüre dieses Buches hat bei mir den Eindruck vermittelt, und das ist meine erste Frage, dass dies möglicherweise Ihr bisher persönlichstes Buch ist, was eine politische Botschaft angeht. Wie weit trifft dieser Eindruck zu? Bösewicht und der die Superheldin bestraft oder tötet den Bösewicht, darum geht es ihm nicht.
リュウコは主人公なのに父親を殺してしまうしとか。Also es gibt die bösen Kinder in der Geschichte haben auch ihre guten Seiten und wenn man die Heldin mit Liu Kuo anschaut, dann hat sie auch ihre schlechten Seiten, nämlich sie hat ihren Vater umgebracht. これはカルマというか言葉を使いたくはないんですが、まあ、分かりやすく言うとカルマ、リュウコが背負ったカルマを克服していくような話ですね。Also auch wenn ich das Wort nicht gerne verwende, kann man es am einfachsten beschreiben, dass das die Geschichte um das Schicksal Karma von Liu Kuo geht. 最初にリュウコ、まあ、個人的に話に戻しますが、僕自身のプライベートライフでいろいろ、まあ、失敗をやらかして、いろいろあったんですが、まあ、それの懺悔の気持ちで主人公のリュウコに父親を殺させました。Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt wieder zurück zu der ursprünglichen Frage nach der Persönlichkeit des, persönlichen Dingen des Buches geht, dann habe ich selber in meinem Leben ganz viel Fehler gemacht.Auf Probleme gestoßen und habe diese Erlebnisse, Erfahrungen eben in dem Buch verarbeitet und habe eben aufgrund dessen auch Liu Kuo ihren Vater umbringen lassen. Wenn wir jetzt schon bei Liu Kuo sind und hier sehen wir einige Bilder aus dem Buch, würde ich gerne eine Frage zum künstlerischen Prozess stellen. Denn dieses Buch lebt zum einen von den Charakteren, die Sie gerade beschrieben haben.Aber es lebt eben auch von einer fantastischen, innovativen Bildsprache. Wenn Sie so eine Geschichte entwickeln wie Liu Kuo, wie weit entwickeln Sie die über Bilder, die Sie im Kopf haben und die dann auf dem Papier landen? Oder wie weit haben Sie einen Plot, eine Story wie ein Drehbuch? そしたら逆に見に来たお客さんがその続きを読みたいと多くの声をいただきました。Während der Ausstellung haben ganz viele Besucher gefragt, wie es denn weitergeht und haben auch darum gebeten, quasi, dass es eine Fortsetzung von Liu Kuo gibt. なので、そこから約半年ぐらいかけて、まあ、プロットとか日本でもネームっていうんですけど、ストーリーボードみたいな。Daraufhin habe ich dann ungefähr ein halbes Jahr lang ein Storyboard gemacht und habe praktisch wirklich an die Wand die einzelnen Bilder oder Bilder, die Entwürfe für Bilder an die Wand geklebt, um die Geschichte zu entwickeln. Ich erzähle noch eine Geschichte aus diesem, während dieses Prozesses. 私は東京の漫画の学校で教えているんですけれども、Ich unterrichte auch an einer Schule für Manga-Zeichner in Tokio. その当時は始めた時僕は漫画から離れていたので、小学校で漫画を描くのをやめちゃったので、
生にどう教えたらいいか、デッサン、僕は基礎のデッサンを教える役だったんですけども、そこで、いわゆるアート系の、教育よりも漫画に向いたデッサンを教えるためには僕自身も描かなきゃいけないと思いました。Ich habe irgendwann mal als Kind gezeichnet, aber habe das dann wieder aufgehört und habe dann wieder angefangen und musste selber auch noch entwickeln, wie ich das, wie man so mit Manga zeichnet.